She's Nelly. Okay, am I still on the video? Yes. Mein Deutsch ist sehr schlecht. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Es geht mir gut. Und bei dir? Ja, sehr gut, sehr gut. Und also, was machst du? Gar nichts. Ein bisschen Hausaufgaben für die nächste Woche. So. Ich werde es fertig machen. Okay. Oder, sag mir ein bisschen über dich. Ich heiße Boa und ich habe in die Vereinigten Staaten für ungefähr 10 Jahren gelebt und habe ich mein Deutsch in Köln gelernt, habe ich da drüben in Köln gelebt für ungefähr 3 Jahre. So. Und du, wo bist du Deutsch? Mein Deutsch? Ja. In Amerika. In Amerika. In der Schule? In der Schule, ja. In der Schule das in klingt Amerika. Sehr gut aus. Ja. Okay, danke schön. Danke schön. Und welche Stadt hast du besucht in Deutschland? Habe ich zum Hamburg, Hannover, Frankfurt am Main, Stuttgart und München. München, für mich ist das die beste Stadt, weil es viele Ausländer gibt. Ja, so. Okay, gut. Und magst du hier besser oder in Deutschland? Ich glaube, ich mag die Leute in Deutschland besser, weil ich, die haben die gleiche Kultur. So habe ich mehr Freunde da drüben. Aber ist nicht schlecht. Ja. Okay. Also, danke schön, David. Danke. Ja, danke. Hallo, ich heiße Pai. Ich komme aus Kalifornien und ich studiere Biologie mit Nelly und Billy. Ich habe mein Deutsch von Ian gelernt. Yeah! Woo. Are you all gangsters? No, we are Russians. Hallo, hier ist ein Freund von mir. Er heißt Igor und natürlich, ich bin Nelly. Меня зовут Нелли. Вот, пожалуйста. Сегодня у нас будет интервью. Unser Interview heute wird nicht auf Deutsch, aber auf Russisch sein, weil Igor spricht nur ein paar Wörter auf Deutsch. Aber Igor spricht ziemlich gutes Russisch. Igor interessiert sich mit vielen Dingen, so wie mit Musik, Fotografie und ein bisschen Video. Sag mal, Igor, wann war das letzte Mal, du Deutschland besucht hast? So wie hast du Deutschland gefunden und hast du ein paar Sätze dort gelernt? Ach so, und was hast du dort gesehen, was hast du dort gegessen und was hast du dort am liebsten gefunden? Ja, letztes Jahr habe ich Deutschland besucht und ich war in Hamburg. Die Stadt ist ganz schön und hat eine reiche Kultur. Danach bin ich nach Berlin geflogen und dort habe ich Reichstag besucht. Ich bin dort auch zum Jüdischen Museum gegangen und das war ausgezeichnet. Не очень прекрасно, как мне хорошо будет в это время года, да. Да, ничего, так нормально. Был в Гамбурге. Wir wissen schon, dass Igor ein Fotografer ist und die Bilder, die er dort gemacht hat, sind unglaublich. Igor kann auch ein paar Wörter auf Deutsch sagen. Auf Deutsch kann er seinen Namen sagen und für einen Bier fragen. Ну, это что мне? Моя страна. Ну, и куда? Давайте другой вопрос. Вот ты Я. Und als ihr sehen können, Igor spricht ein bisschen Deutsch.
Und das Ende. Moin moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9. Okay.